Herzlich willkommen zur ersten Punktspiel-Presserunde. Nach einem klaren 10:0 vor 538 Zuschauern. Für das erste Heimspiel, denke ich, eine sehr respektable Zahl. Wir begrüßen herzlich gestern Trainer Herbert Geisdörfer und Peter Kornack, unseren Trainer. Und ich würde gleich mal anfangen mit dir und ein paar Worten zum Spiel. Fairerweise muss man ja sagen, ihr seid mit 13 Mann angereist, richtig? Plus zwei Teufel. So, ein paar Worte zum Spiel, deine Analyse ist. Wir sind, also haben das erwartet, dass es hier sehr schwer wird und auch aus den letzten Jahren, dass wir jetzt auch eine Chance haben. Da muss auf unserer Seite alles passen und natürlich auch ein bisschen Glück dazu kommen. Und das hat von Anfang an nicht so funktioniert. Wir sind in keinem Zeitpunkt eigentlich in das Spiel so weit gekommen, dass wir mal wirklich Druck ausüben hätten können. Was mich ärgert, ist, dass wir ja wissen, auf was drauf ankommt in so Spiele und die Sachen aber nicht umgesetzt haben. Also wir können spielerisch da nicht mithalten und deswegen kannst du auch nicht immer wieder versuchen, das spielerisch zu lösen, sondern muss man andere Wege finden. Und wir sind dann auch in einem Lernprozess bei unseren viele junge Spieler, die aus der U20 rauskommen sind. Und da geht es dann darum, dass man aus so Spielen lernt, für sich selber erkennt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wo habe ich die Zeit einfach nicht, um was wieder individuell zu machen. Und da hat uns das Spiel, hoffe ich, dann schon einen Schritt weitergebracht. Jawohl, danke dir. Bitte, 10:0. Was können wir denn aus dem Spiel lernen? What is your finding from the game? Yeah, super game, super performance from our side. We score a lot of goals, nice goals, so I'm very satisfied for today's game. Sehr gut. Also er ist sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben schöne Tore geschossen und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der es gesehen hat. Is there any room to improve? Können wir denn trotzdem noch irgendetwas besser machen? Always is something what we can improve, yeah. Special last game in Dortmund today, we have a lot of chances, we don't score. So special teams like PP, we can improve also, so we must work every day for that. Okay, also wir müssen an der Chancenverwertung noch mal ein bisschen arbeiten. Wir haben auch hier heute gesehen, es gab eine Menge Chancen. Auch am Special Teams Koordination und Arbeit wird noch gearbeitet werden, damit wir beim nächsten Spiel, sag ich mal, noch besser werden. Und es wird sicher nicht immer so laufen wie heute. Das, glaube ich, zeigen auch die letzten Spielzeiten. Ja, damit, wenn du noch Anmerkungen hättest, bitte noch Anmerkungen. Only I want say from our team thanks for every people which came today, watched the game. And I hope next game Sunday coming more and more. Wir werden uns ja am 15.11. dann wiedersehen, glaube ich, in Selb. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Herzlichen Dank euch an eine gute Heimfahrt. Auch wenn es sicher nicht so fröhlich sein wird, aber vielleicht das eine oder andere hier hilft. Wir können zur Niederlage dann schon schnell wegstecken. Das Sonntag ist die nächste Chance wieder. Richtig. Wir spielen am Sonntag gegen Bayreuth und ihr gegen Dorfen, soweit ich weiß. Richtig? In Dorfen, ja. Jawohl. 11:0. Dann viel Erfolg und gute Einfahrt. Zusammen, Jungs. Danke dir, Peter. Thank you very much.